In der Aufgabe 2 war die hier gezeigte Gleichung für die Spannung gegeben und es war auch noch gegeben, dass der Strom 54 mA betragen soll. Was man jetzt eigentlich erstmal nur machen musste, war mal diesen Strom hier oben einsetzen in diese Gleichung und dann ausrechnen. Dann haben wir 54 mA durch 1 mA, das sind 54 plus 1 sind 55. Und die Milliampere und die Milliampere, die kürzen sich hier weg, sodass da was Einheitenloses überbleibt, sodass wir da am Ende auch diesen Logarithmus ausrechnen können. Wenn hier eine Einheit überbleiben würde, könnte man keinen Logarithmus ausrechnen, deswegen stehen hier unten die Milliampere, dass sich das wegkürzt. Also in dieser Klammer hier steht erstmal 55 und dann können wir den Logarithmus ausrechnen von 55. Das macht man idealerweise mit einem Taschenrechner, kommt darauf, dass das ungefähr 4 sind. Und 0,55 Volt mal 4 sind dann eben zusammen ungefähr 2,2 Volt. Und dann können wir da noch eben diese 3,2 Volt da dazu rechnen und kommen dann hier auf 5,4 Volt. So, was ist da bei einigen schon schief gelaufen, was mich doch vor großes Kopfschütteln gestellt hat, was wir natürlich hier beachten müssen, das ist eine Punktrechnung, das ist eine Strichrechnung. Die Punktrechnung ist bitteschön vor der Strichrechnung auszurechnen. Es gab einen nicht unerheblichen Anteil von Leuten, die haben die 3,2 Volt plus die 0,5 Volt gerechnet und haben das Ganze dann mal diesen Logarithmus gerechnet. Einfach wahrscheinlich, wenn man das eben in dieser Reihenfolge 3,2 plus 0,55 mal Logarithmus in seinen Taschenrechner eintippt, dann, je nachdem, was man für einen Taschenrechner hat, kann das natürlich passieren, dass der Taschenrechner zuerst diese Rechnung ausführt und dann eben erst mal den Logarithmus rechnet. Deswegen bitte beachten, die Punktrechnung gilt vor der Strichrechnung. So, wenn wir das hier richtig machen, kommen wir auf die 5,4 Volt. Jetzt können wir den Gleichstromwiderstand ausrechnen, R, indem wir einfach U durch I teilen, diese 5,4 Volt. Volt durch die 54 Milliampere rechnen. Dabei beachten, 1 Milli ist ja so viel wie ein Tausendstel. Können wir die 1000 hier oben hinschreiben. Ich schreibe mal hin, mal 1000 Eintel. Und dann kann man die 5,4 mal 1000 rechnen. Das wären dann halt 5400 durch die 54 teilen. Oder sozusagen, ne, das ja auf dieselben Kommas bringen, dafür eine Null wegstreichen, dann die beiden kürzen und dann bleiben da eben 100 über. 100 als Zahlenwert und die Einheit ist dann Volt durch Ampere, das ist Ohm. Also der Gleichstromwiderstand in diesem Fall beträgt 100 Ohm. Was hier so der häufigste Fehler war, dass Leute über dieses Milli hier gestolpert sind und da einfach 5,4 durch 54 gerechnet haben, Volt durch Ampere ist Ohm und dann kam aber 5,4 durch 54 halt nicht 100 raus, sondern eben nur 0,1. Also dieser Faktor von 1000, der fehlte da genau. War auch ein sehr beliebter, sehr typischer Fehler. So, das war aber nur die eine Hälfte der Aufgabe. Die andere Hälfte der Aufgabe bestand jetzt darin, den differenziellen Widerstand auszurechnen. Jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, was mag ein differenzieller Widerstand sein, wenn man die Formel für den differenziellen Widerstand nicht auf seiner Formelsammlung findet. Und wenn man mal über das Wort differenzieller Widerstand nachdenkt, könnte einem einfallen, dass da auch das Wort Differentialableitung drin auftaucht. Jetzt kann man sich weiter überlegen, was kann man dann, wenn wir jetzt mal wissen, der Gleichstromwiderstand ist R ist U durch I, was kann man jetzt vielleicht an dieser Formel ändern, dass da eine Ableitung drin auftaucht? Und das Einzige, was da irgendwie funktionieren kann und wo am Ende eben auch immer noch die Einheit von dem Widerstand auftaucht oder rauskommt, ist, wenn wir DU nach DI rechnen. Und genau das ist auch der differenzielle Widerstand. RD ist DU nach DI. Das heißt, wir müssen jetzt mal diese Gleichung hier oben, so wie sie steht, nicht das I da einsetzen, sondern erstmal nach I ableiten und dann das I einsetzen. So, wenn wir das machen, Schritt für Schritt, dann ist hier erstmal diese Summe, ein Summand plus ein zweiter Summand, da sagt uns die Summenregel bei der Ableitung, wir können jeden Summanden einzeln ableiten. Wir können erstmal den ableiten und den hier einzeln ableiten und dann die Ableitung zusammenrechnen.
Und der erste Summand ist eine Konstante. Die Ableitung einer Konstante ist 0. Ich schreibe diesen 0 mal mit hin. Das ist also die Ableitung von dem ersten Summand. Dann haben wir plus die Ableitung des zweiten Summandes. Der zweite Summand ist sozusagen ein Produkt, aber nicht wirklich ein Produkt, weil das hier vorne hängt ja überhaupt gar nicht von i ab oder eben von der Variable, nach der wir ableiten. Das ist eine Konstante. Das heißt, wir brauchen keine Produktregel, wir brauchen einfach nur die Faktorregel, einen konstanten Faktor wie diese 0,55 Volt, die können wir vor die Ableitung ziehen. So, und dann haben wir diese Funktion hier, den Logarithmus, und wir sehen, okay, das ist nicht einfach nur der Logarithmus von i, sondern das ist der Logarithmus von einer weiteren Funktion, wo das i drin auftaucht. Das heißt, um diese Logarithmusfunktion abzuleiten, brauchen wir die Kettenregel. Der Logarithmus ist die äußere Funktion, das, was hier drin steht, ist die innere Funktion. Und die Kettenregel sagt uns jetzt, wir müssen erstmal die äußere Funktion ableiten und dann mal die Ableitung dieser inneren Funktion rechnen. Was ist die Ableitung vom Logarithmus, vom natürlichen Logarithmus? Das ist 1 durch, also 1 durch das, was hier steht, i durch 1 Milliampere plus 1. Und dann nochmal die innere Ableitung, also das hier abgeleitet. Das ist auch wieder eine Summe, wir können jeden Summanden einzeln ableiten. Machen wir das für den ersten Summanden, dann ist dieses 1 durch 1 Milliampere ein konstanter Faktor und das i nach i abgeleitet ist einfach 1. Also steht da mal 1 durch 1 Milliampere. Ja, und der zweite Summand hier ist eine Konstante, die Ableitung einer Konstante ist 0. Und dann ist genau das hier die Ableitung der Spannung nach dem Strom. Und das ist eigentlich schon der ganze differenzielle Widerstand. Jetzt kann man sich überlegen, hat das auch die Einheit eines Widerstandes? Das hier vorne ist ja weg. Hier rechnen wir Strom durch Strom. Das heißt, das ist einheitenlos. Damit ist auch dieser ganze Bruch hier einheitenlos. Und hier steht jetzt Volt durch Ampere und oder Volt durch Milliampere. Und das ist genau wie hier oben eben die Einheit Ohm. Das Einzige, was wir jetzt eben noch machen müssen, ist hier wieder den Strom einsetzen. Die 54 Milliampere in diese Gleichung einsetzen. Und das wieder ausrechnen. Dann stehen hier eben 0,55 Volt. Dann sind das hier auch wieder 54 durch 1 sind 54 plus 1 sind 55 und die Einheiten kürzen sich ja gerade schon weg, wie besprochen. Und dann, also halt, die Einheiten sollen ja weg sein. Und dann eben noch das mal 1 durch 1 Milliampere. Und ich schreibe jetzt mal wieder hin, das Milliampere ist ja ein Tausendstel, also können wir die 1000 hier über den Bruchstrich schreiben und sagen, 1000 durch 1 Ampere ist dasselbe wie 1 durch 1 Milliampere. Ja, und jetzt ist Volt durch Ampere ergibt wieder die Einheit Ohm. Und wir können vielleicht mal ja, hier die 0,55 mal 1000 rechnen, das wären also 550 und 550 durch 55 wären genau 10. No, oder andersrum könnten wir auch sagen, wir verschieben mal hier das Komma an der Stelle um 2, streichen dafür 2 Nullen weg, dann können wir die 0,55 durch die 0,55 teilen und dann bleiben eben auch genau 10 über. Also der differenzielle Widerstand für diesen Strom dort beträgt 10 Ohm. So, was ist da am häufigsten bei schiefgelaufen? Also häufig wurde das hier hinten eben falsch abgeleitet. Also entweder hier stand noch irgendwas, hier blieb noch irgendwas mit dem Logarithmus über und nicht einfach nur 1 durch, sondern da stand dann vielleicht da 1 durch der Logarithmus von dem hier, was aber eben nicht die Ableitung ist oder dieser Teil hier oder die innere Ableitung wurde vergessen. Das war so der häufigste Fehler bei dieser zweiten Aufgabe, wenn man denn überhaupt gewusst hat, dass der differenzielle Widerstand die Ableitung dU nach dI ist. So, ich würde sagen, ich habe beim Erstellen dieses Videos wieder einiges über Elektrotechnik gelernt. Sie haben beim Zugucken vielleicht auch ein bisschen was gelernt und wie so immer, Sie würden oder Sie werden noch viel mehr lernen, wenn Sie jetzt eine solche Aufgabe nochmal selber rechnen.